Glaubt an mich, ich glaub kein von euch Deppen. Ich war nur am Wetten und die Bullen sind die Feinde. Früher hatte ich viele Freunde, heute aber keine. Das ist meine kleine Reise quer durch dieses Land. Stammheim, durch die RAF bekannt. Ich bin nicht krank, war nur ohne Perspektive. Schreibe Texte hinter Gittern, verfolge meine Ziele. Doch diese Liebe nehmen dir die letzte Hoffnung. Oh, keiner glaubt an mich, ich hoffe, schaff es doch noch. Jeder will dich ficken, Geld ist grenzenlos. Warum sitze ich hinter Gittern und andere werden verschont? Ja, ihr wisst, wem ich mein. Die Bosse hier im Land ziehen den Staat ab und bleiben doch unerkannt. Dieses Land ist auch krank, ich bin sauer, schreibe Texte. Für die einen zählen sie nicht, die deutschen Gesetze. Warum ist Deutschland bundesweit verseucht von Erschlöchern? Warum stehen nicht mal gute Politiker in den Schadlöchern? Warum gibt es Kriege? Warum gibt's Menschen, die hassen? Warum gibt's eigentlich Diebe und Frauen mit Wiesen am Taschen? Warum werden Menschen nicht 200 Jahre alt? Warum gab es früher Love and Peace und heute nur noch Gewalt? Sag mir warum, sieht mal du das Schlechte im Menschen? Warum reden wir uns alles schön, um uns selbst zu blenden? Warum kann ich einfach nicht ohne Stress leben? Sag mir, warum muss ich mich hier eigentlich ständig durchkämpfen? Warum ist die Welt nur im Rosa-Rot zu übertragen? Warum muss ich meine Persönlichkeit vor anderen dämpfen? Warum dürfen Eltern als Bestrafung ihre Kinder schlagen? Weil das eine Strafe ist, weil sie sich geschlagen haben. Sag mir, warum gibt es dafür keine Strafen? Warum dürfen sich Leute in Deutschland sowas legal anmaßen? Ey, das ist Deutschland, mein Bezug, die Republik. Merkel an der Spitze und im Land gibt es Krieg. Es sind Banden und die Gangs, die kämpfen nur ums Überleben. Ich hab es heute noch kein Politiker im Knast gesehen. Das ist Deutschland, mein Bezug, die Republik. Merkel an der Spitze und im Land gibt es Krieg. Es sind Banden und die Gangs, die kämpfen nur ums Überleben. Ich hab es heute noch kein Politiker im Knast gesehen. Warum ist es so? Kleine Fische werden gefangen, sie werden observiert hier in diesem Land. Irgendwie ist es schon krank. Bist du wer? Hast du Macht? Mit nem Schädel in der Hand posiert die deutsche Wehrmacht. Keiner hat gelacht, doch Konsequenzen hat es keine. Für die Medien optimal, sie machen wieder Scheine. Immer geht's um seine. Gut dastehen in der Welt, dieses kleine deutsche Land, das mir gar nicht gefällt. Keiner hat hier Geld und der Osten voller Armut. Ich rappe für den Osten, hört mich an, es tut mal so gut. Ich habe Wut, warum gibt es Straßenkinder? Deutschland ist doch reich, oh, da steckt da gar nichts hinter. Ihr seid doch alle Schwindler, lügt bis zur nächsten Wahl. Weiter sterben Straßenkinder, eure Lügen werden zur Qual. Jetzt schafft es doch mal, haltet die Versprechen ein. Deutschland ist am Ende dieser deutsche Verein, Sag mir, für was gibt es hier eigentlich Paragraphen? Warum darf ich eigentlich nicht im Parkverbot parken? Sag mir, warum darf ich nicht im Park schlafen? Warum darf ja mich, aber ich den Polizist nicht schlagen? Sag mir, warum können wir eigentlich nicht mehr lachen? Warum ist jeder bereit, sich dem Gruppenzwang-Image anzupassen? Warum ist die Mentalität hier so tief festgeschraubt? Warum haben wir Deutschland selber das Feingefühl geklaut? Es gibt tausend Statistiken, doch keiner hat mal drauf geschaut. Frag dich, warum hab ich keinen Bock, dass du Scheiße baust? Sag mir, warum hat Gott mir zwei Augen gegeben, wodurch ich mich schäme für diesen dämlichen Planeten? Sag mir, warum gibt es portionierte Freunde? Und warum gibt es Defizite so wie gespielte Freunde? Warum ist keine Liebe so viel wert wie ein einzelner Stern? Warum ist in Deutschland alles so nah und später doch so fern? Ja, das ist Deutschland, mein Bezirk, die Republik. Merkel an der Spitze und im Land gibt es Krieg. Es sind Banden und die Gangs, sie kämpfen nur ums Überleben. Ich habe es heute noch kein Politiker im Knast gesehen. Das ist Deutschland, mein Bezirk, die Republik. Merkel an der Spitze und im Land gibt es Krieg. Es sind Banden und die Gangs, sie kämpfen nur ums Überleben. Ich hab es heute noch kein Politiker im Knast gesehen. Arbeitslosigkeit, sag mir, was soll das heißen? Ein Eurojob, da macht tut sich keiner reißen. Viele Kids tun auf Scheißen, was Politiker sagen. Keine Glaubwürdigkeit, das Gesetz heißt geschlagen. Da kann man nicht sagen, sperrt sie weg, schließt sie ein. Dieser Staat hat versagt und nicht die Minderheit. Es ist immer leicht, einen Schuldigen zu finden. Doch was sollen die Kids machen? Sag mir, wo sollen sie hin? Weltweit, hör zu, was ich sage, denn weltweit sterben Menschen ohne Frage. Es gibt Tage, wo man lernt, sein Leben zu lieben. Doch es gibt auch Tage, an denen möchte man nicht leben. Ja, sowas soll es geben. Man lebt, um zu sterben, hat man nicht gelebt. Dann bleibt ein Haufen voller Scherben, vieles muss man lernen. Es gibt Regeln und Gesetze, in diesem Land muss man leben mit Gehetze. Warum gibt es Kinder, die mit 12 schon saufen? Warum lassen sich Deutsche erst nach ihrer Straftat taufen? Warum gibt's hier Jahreszeiten? Warum gibt's nicht nur Sommer? Warum verursachen Filme wie Rumper Stumper ein Riesenhain? Warum kleiden sich Frauen abends ein mit einem Abendkleid? Warum heißt dieses Wort Mode, das uns diese Richtung zeigt? Warum ist Hip-Hop, Rap und Rap wiederum Sprachgesang? Warum gibt es einen Unterschied zwischen einem schwarzen und einem weißen Mann? Warum ist das Wort Warum eigentlich ein Fragewort? Warum werben Kinderzimmer hier zum Tatort? Sag mir, warum gibt es so viele Fragen mit Warum?
Warum so viel Sachen wären heute viel klarer mit Vernunft? Warum tritt dieses Wort immer bei Scheiße in Erscheinung? Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eine Verkleidung. Warum gibt es Einheitsmenschen? Warum gibt es eigentlich mich? Warum gibt es überhaupt Menschen in Deutschland? Ich versteh's nicht.